So, die Ruine ist hier. Aber wo ist denn Kati? Zoppo meinte, die ist doch hier irgendwo. Ich bin doch jetzt nicht 3 Stunden lang durch den Wald gelatscht, um jetzt vor einer leeren Ruine zu stehen. Ich meine, übernachten muss ich heute sowieso hier, aber so ganz alleine wollte ich auch nicht die Nacht verbringen. Ah, da kommt Katja. Schön, dich wiederzusehen. Und einen schicken Hut hast du auf. Hallo Luzi! Auch schön, dich wiederzusehen und danke für das Kompliment. Ja, der Hut ist ein Zauberhut. Ich versuche gerade ein paar Zaubertricks zu erlernen. Die Tricks funktionieren zwar noch nicht so gut, aber das Outfit stimmt schon mal. Das ist richtig. Aber heute will ich mich um dein interessantes Thema kümmern, welches du kürzlich mit Zoppo angesprochen hattest. Er sagte, du wolltest Geheimnisse rund ums Brot erfahren, richtig? Und ich kann dir darauf Antwort geben. Wirklich? Das ist ja klasse. Dann kannst du auch gerne hier übernachten, wenn du magst. Darauf wollte ich dich eh ansprechen. Ich bin nämlich auf dem Weg zum Duisburger Rheinufer. Dort wartet mein Bruder Jack mit meinem reparierten Flugzeug auf mich. Mit dem Flugzeug will ich nämlich wieder die ungewöhnlichsten Länder der Welt bereisen. Oh, wie interessant. Aber jetzt erstmal wieder zurück zum Thema. Gerne. Also, Kati. Wie du sicherlich weißt, ist Brot nicht nur ein traditionelles Nahrungsmittel, sondern auch das Grundnahrungsmittel überhaupt. Brot wird aus einer Mischung von Mehl und Wasser gebacken und oft kommen auch noch andere Zutaten dazu. Es gibt unzählige Brotsorten, aber die bekanntesten Brotsorten sind Weizenbrot, Roggenbrot, Dinkelbrot, Schrotbrot, Vollkornbrot, Weißbrot, Fladenbrot, Knäckebrot und Toastbrot. Deutschland ist sogar das Land, in dem das meiste Brot weltweit gebacken wird. Der Grund dafür ist die große Getreidevielfalt. Während die meisten Länder am meisten Weizenbrot essen, isst man in Deutschland am meisten das Mischbrot, also eine Mischung aus Roggen und Weizenmehl. Deutschland liebt sogar so sehr Brote, dass jedes Jahr ein Brot des Jahres ausgezeichnet wird. Diese Auszeichnung gibt es allerdings nur in Deutschland. Seit spätestens der Altsteinzeit gibt es das Brot an sich. Es ist also schon über 40.000 Jahre alt. Es gab sogar eine Zeit, da war das Wort Brot als Synonym sogar gleichbedeutend für die Wörter Nahrung, Speise, Beschäftigung und Unterhalt. Auch das Anschneiden des Brotes geht auf ein heiliges Ritual zurück, da man das Brot in vielen Religionen und deren Gebete wiederfindet. Man sprach dem Brot Heilung, Segnung, Schutz und Kraft zu, und Bettler nahmen lieber ein trockenes Stück Brot anstatt frisches Obst an. Brot ist auch das einzige Lebensmittel, das Hungersnöte, Geburtenrückgänge, Auswanderungen und Aufstände verursacht, wenn es plötzlich nicht mehr vorhanden ist. Viele glauben, Brot würde dick machen. Doch das geschieht erst ab etwa 5 Scheiben Brot pro Tag. Wer darunter liegt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Und natürlich kommt es auch immer darauf an, welchen Belag man sich aufs Brot macht. Natürlich ist da Butter gesünder als Margarine. Aber das ist ein anderes Thema. Auch glauben manche, je dunkler das Brot ist, umso gesünder wäre es. Aber das ist ein Irrglaube und hat nichts mit der Färbung zu tun. Was aber stimmt, dass der Verzehr von verschimmeltem Brot gegen das Pestvirus hilft.
Trotzdem sollte man dies nur machen, wenn weder Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken noch andere Hilfen erreichbar sind. Auch der Glaube, dass Brot vom Bäcker besser wäre als vom Supermarkt, ist nichts als Unsinn. Es ist lediglich eine Sache des Geschmacks. Aber das Weißbrot der Verursacher für Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall ist, wisst ihr, oder? Wer jetzt mit dem Kopf nickt, lebt in einer Märchenwelt. Denn Weißbrot ist harmlos und kann sowas nicht verursachen. Aber was wirklich stimmt, wer Brot trocken in Brotboxen, fern von Plastikbeuteln oder im Eisschrank lagert, hat länger was davon, denn so kann das Brot nicht so schnell schimmeln. Ewig hält es sich dadurch aber auch nicht. Das teuerste Brot der Welt ist übrigens Goldbrot, welches mit Blattgold verziert ist und pro Laib 130 Euro kostet. Und das größte Brot der Welt war 2,90 Meter im Durchmesser und wog 350 Kilo. Außerdem kann man auch buntes Brot probieren, für die, die es gerne ungewöhnlich mögen. Dieses Brot ist dann jedoch mit Lebensmittelfarbe versehen. Das war es auch schon wieder für heute. Das war wirklich toll und hochinteressant. Es war so viel dabei, was ich noch gar nicht wusste. Und ich bin froh, mal wieder was dazugelernt zu haben. Vielen Dank dafür. Aber was? Könntest du mir theoretisch auch etwas über rote Schokolade und die teuerste Süßigkeit der Welt erzählen? Warum wollen einfach immer alle nach einer beantworteten Frage noch eine Frage beantwortet bekommen? Aber natürlich kann ich dir auch darüber was erzählen. Aber dann erst morgen, wenn wir ausgeschlafen haben.